Hallo zusammen, ich bin's Kirin. Willkommen zu meinem allerersten deutschen YouTube-Video. Ich freue mich wirklich, das zu machen, da viele von euch gefragt haben, wie ich eigentlich so motiviert bleibe und eigentlich ständig lerne, wollte ich euch eigentlich meinen Tag zeigen, also einen Study-Vlog machen. Und ja, ich habe heute schon den ganzen Tag gelernt und hatte vorhin eine Prüfung gelöst und es auch gerade eben korrigiert. Und war gerade eben dabei, wichtige Informationen aufzuschreiben. Ich benutze im Moment Papier, weil ich wirklich Augenschmerzen bekomme vom Bildschirm. Und ich merke es mir auch besser, wenn ich es aufschreibe. Und ich benutze aber bedruckte Papiere, die ich nicht mehr benutze. Und ich habe hier auch ein Heft, weil da ich die Prüfungsfragen eigentlich, Prüfungsantworten eigentlich aufschreibe. Irgendwie bin ich mega nervös, merke ich, weil es ist so komisch, eigentlich auf Hochdeutsch zu sprechen auf dem Video. Das ist mega ungewohnt, aber ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, ich werde mir jetzt eigentlich die wichtigen Informationen zu der Prüfung aufschreiben und werde euch zeigen, wie ich das mache. Ich bin jetzt eigentlich eine Brille. Eine ganz andere Person, gell? Und ich lerne normalerweise in 30 Minuten Intervalle. Das ist so ein Tree-Tap aus Japan. Da wollen wir mal anfangen dann? Go, go, go! Ich trinke gerne Cola während dem Lernen. Also ich mache das nicht immer, aber ab und zu, wenn ich müde bin, trinke ich gerne Cola. Thank you.
吃了没？今天调配的心情是什么口味？别再问我为什么跟随，你排在我心中第一位。And I'll be like, hey, 你吃了没？想对你多点关心，照顾好你的胃，我只想变成你的谁，每天都追问好几回，吃了没？Also Leute, ich werde noch die ganze Nacht werde ich noch lernen bis etwa um die 11.30 Uhr, spätestens um Mitternacht werde ich aber aufhören. Ich habe seit letztens immer so eine Routine und zwar lerne ich immer bis etwa 12 Uhr abends und wenn ich müde bin, höre ich schon früher auf, weil es bringt nichts, wenn man müde ist und trotzdem irgendwie was lernt, weil dann kommt überhaupt nichts ins Kopf und beim Lernen soll ja was im Kopf bleiben. Und ja, dann stehe ich immer wieder um die 9 Uhr auf, nach meinem 8-stündigen Schlaf und mache das Gleiche den nächsten Tag. Und bis zur Prüfung. Ja. Ja, ich möchte eigentlich gerne noch mein Study Setup euch zeigen, aber ich denke, es wäre besser, wenn ich das in einem anderen Video mache. Und ja, ich habe eigentlich das Wichtigste euch heute gezeigt, so mit meiner Uhr und meinen Lieblingsstifte, die ich benutze. Und das Elektrische werde ich euch in Zukunft mal zeigen. Und ja, es hat mich mega gefreut, eigentlich so ein deutsches Video zu drehen. Und es fühlt sich immer noch mega ungewohnt an, eigentlich auf Deutsch zu sprechen vor der Kamera. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt mega müde, aber ich darf nicht aufgeben und die letzten paar Stunden eigentlich durchziehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch eigentlich gefallen und ich wünsche euch auch ganz viel Glück bei der Prüfung, falls ihr Prüfungen habt. Oder ich denke, die meisten von euch haben jetzt eigentlich Abi. Und ja, ich drücke euch die Daumen und wenn ihr eigentlich schon frei habt, ich beneide euch und ja, genießt die Ferien, Sommerferien und bleibt gesund und ja, gebt mir Bescheid, falls ihr irgendeinen Vlog sehen wollt über mein Leben oder sonst irgendwelche Videos. Ich würde mega gerne Videos machen, die auch euch gefallen. Und ja, dann bis bald und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye!